Hallo Minecraft, hallo McFisto. Hallo Leute, hier ist wieder McFisto und ich bin wieder bei Varuna und wir sind wieder auf dem Sky Factory Server unterwegs. Ja, und da sind und so noch jemand mitmachen, der nicht eingeladen wurde. Der hier? Jawohl. Da sind so komische Blöcke aus einer Pressure-Bank rausgekommen. Ich hab keine Ahnung, was ich machen. Ich hab's dir noch gesagt. Ich hab's dir noch gesagt. What? Das kam jetzt etwas plötzlich. Ja, vor allem, warum reißt du die auch direkt ab? Hier sind Blöcke rausgekommen, zack, zack, draufgehauen. Fuck. Da ist ein Loch im Eimer. Ich dachte so, ja, was ist, wenn es explodiert? Nö. Nein, du hast gesagt, was ist, wenn es Feuer fängt? Ja, gut, aber das ist, explodiert ist halt noch schlimmer. So, wir hatten ein bisschen Schammers jedenfalls ausgepackt aus den Nutigbags. Ich habe inzwischen mal Och, Minno. Better Barrels gebaut und ein bisschen Gunpowder, Knochen und Teile dort einsortiert, weil davon hat man echt einen Arsch voll. Ich öffne mal noch schnell ein paar weitere Looting Bags. Da ist echt lustiger Kram drin. So ein Crap aber auch. Irgendwo fehlt noch eine Fackel. Na, ich glaube, es passt. Aber ich werde mir jetzt noch schnell eine Tinker's Construct Dingstar hier. Spitzhacke machen. Vielen Dank für deine genaue Aussage. Spitzhacke habe ich doch. Oh, wieder neuer Kuchen. Spitzhacke. Oh, ich habe einen Wassereimer gefunden. Schon wieder. Haben wir noch einen? Haben wir noch einen zweiten Eimer? Mhm. Okay. Was brauche ich denn noch? Nicht mehr, ich glaube, das war's schon. Und guck mal, was ich hier alles einsortiert kriege, was da noch nicht drin ist. Ach so, wegen Bags passt wieder. Jetzt haben wir echt viele Wassereimer. Ja, Flintpickaxe. Achso, dann nenne ich das hier Picker. Und den Picker. Wir haben den Bei dir pickt's wohl, hackt's wohl, weißt schon. Wir haben den Picker erschaffen. So, und den Cobblestone-Generator. Willst du den auch deinen Zuschauern zeigen? Ja, natürlich. Oh, Moment. Ja, Enderman. Und wieder ein Kopf und wieder eine Perle. Also die Enderperlen dafür, dass wir keine sinnvolle extra Farm dafür haben, sind schon ganz schön viele. Warte mal, ich baue mal hier das. Oh, das war falsch. Dritter Enderman-Kopf. Oh, ich wollte gar keinen Mob-Zeug hier aufsammeln. Wir brauchen wieder mehr Kisten. Ja. Vielleicht hätte ich irgendeine Variante oben einbauen sollen, wo wir mit Redstone an- und ausmachen können. So, wir haben einen neuen Lava, eine neue Lava produziert. Genau. In dem die habe ich einfach Ofen, in den wir mit der Fackel geheizt haben. Genau, die habe ich jetzt einfach in der Mitte platziert und wie ihr seht, links und rechts ist Cobblestone entstanden. Ja, das sieht auch jetzt so aus, als ob es nach unten läuft. Ja. Ja, dann stellen wir uns da rein und testen das mal. Ich bin bereit, los geht's. Ich auch. Und meine Pickaxe ist kaputt. Ich habe 2 Stacks und 10. Frag mich, ob die sich auch wieder heilt, wenn sie ganz kaputt ist. Anscheinend nicht. Dann werde ich meine nicht ganz kaputt machen. So, ein Durability habe ich noch. Hast du alles aufgesammelt? Yep. So, da sind wir wieder. Ja, willkommen zurück. Ich laufe eh schon ein bisschen durch die Gegend. Ich muss meine Spitzhacke auch reparieren. Mein Auto-Repair hat nicht so schön funktioniert, wie ich gerne gehabt hätte. Aber ich glaube, ein Flint reicht. Da ist ja so 98% oder so repariert. Auch schon wieder ein paar Looting Bags. Gucken wir doch mal rein. Die Chamas. Oh, ein Flamestring. So, wie gesagt, auf der Seite soll die Arbeitsplattform entstehen. Da ein Haus. Wo stellen wir denn die Lager rein? Och nee, ich habe keinen Bock weit zu laufen.
Aber weil wir so viel Chamas haben, was irgendwann irgendwo gelagert werden müsste. Uns geht übrigens mal wieder die Kisten aus. Ja, eben, deshalb habe ich gerade gefragt, wegen Lager. Alle voll. Machen wir gerade ein paar neue Kisten und das sollte ich vielleicht in der Werkbank machen, damit es auch geht. Wäre sinnvoll. Oh, vielleicht sollte ich nicht den Rubberwood verwenden. Ja, das Rubberwood kannst du Jungle Wood machen. Oh, wir haben hier einen Jungle Sapling. Ist sehr cool. So, mehr Kisten. Nicht schön, aber schön scheußlich. Ah, hier. Haben wir doch gedacht, dass wir noch ein bisschen Rotten Flash haben. Davon haben wir, glaube ich, noch einen, ja. Nein, eine große Menge. Nee, so groß ist es nicht. Ich hau das nämlich immer in die Tonnen. Das muss hier nicht hin und was gehört da alles nicht rein und was gehört da rein und oh je. Ich hätte gerne ein Sortiersystem bauen, aber irgendwie fehlen dazu noch jede Menge Materialien. Na komm her. Komm her, Enderman. Stadler, du weg. Ich brauche auch nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt einfach ein paar kleine Steine auf Vorrat. Und oh, der Enderman. Wenn du hier drunter stehst, dann kann dir nichts passieren. Würdest du hier alles mit dem Dach überziehen, damit die so dick sind und nicht reinpassen? Das reicht so, wie es ist. War auch nur ein Beispiel. Und schon wieder 5 Looting Bags. Heidi Witzka. Brauchen unbedingt automatische Sammel- und Öffnungsmaschinen. Oh, Conduit-Binder, cool. Ich hab einen Stone Wand. Geil, ich hab 4 Obsidian gefunden. Was mache ich damit? Ich setze die Obsidian hin. Nein! Hat ja gedauert. Ja, ich habe einen Stone Wand. Da steht. Hier, ich gebe dir das mal. Da steht hier, ich gebe dir das mal. Okay. Ja, ich hatte auch schon so ein Ding. Ja, ich hatte mir ein Sortierungssystem einfallen lassen. Aber das Problem ist, du schmeißt ja immer alles in eine Kiste. Ja, deswegen. Ich brauche eine Kiste, die automatisch für mich sortiert. Ach so. Wie heißt das Ding? Bin gerade blind und weiß nicht, wie es heißt. Energy Conduit, genau, die Conduits war es. Item Conduit. Das heißt, wir brauchen Conduit-Binder. Der war, glaube ich, leicht herzustellen. Kies, Sand und Lehm. Also da kommen wir auf jeden Fall dran. Und das Pulsating Iron ist, glaube ich, Problem. Ja, das kriegen wir so schnell nicht einfach hergestellt, aber wir haben vielleicht mit Glück schon ein paar gefunden. Ach, was gucke ich in der Kiste, wo nichts ist? Vielleicht hast du es einsortiert. Ja, Ingots und so Zeug sind in der Ingot-Kiste. Was ist die Ingot-Kiste? Ja, haben wir noch keins. Schade. Das wird noch ein bisschen schwierig, da dran zu kommen. Sonst könnte ich schon ein kleines automatisches Sortiersystem erstellen. So, wie kriegen wir das denn? Obwohl einfach nur. Ach, das ist ja einfach. Hallo? Ein Eisen und eine Enderperle schmelzen, das kriegen wir auch noch hin. Was kriegen wir dafür denn? Ein Pulsating Iron. Also ein pulsierendes Eisen. Und das pulsierende Eisen zerreißt es zu neuen Nuggets, wie jedes andere Metall auch. Und dann können wir aus 3, glaube 8 Kabel herstellen oder sowas. Das heißt, ein Ding sind schon 24 Kabel mit 5 Stück oder so Einsatz. Hätten wir schon mehr als genug Kabel für ein anfänglich großes Sortiersystem. Das hört sich ja gut an. Hast du genug deine für hier? Ja, fertig. Zumindest für den Moment. Gut. Weil guck mal, das Sortiersystem muss ja auch überall hin. Wo hast du denn den Ofen hingemacht? Weiß wohl. Oder ist der eben mit explodiert? Der ist, glaube ich, mit drauf gegangen. Das ist natürlich unpraktisch. Ich glaube, wir machen diesmal einen richtigen, oder? Ja, ja, ich will keinen hässlichen halben Ofen mehr. Das war für den Anfang war das perfekt, ist es perfekt, weil. Warum hast du jetzt Hot Topic bekommen als Achievement, wenn ich den Ofen gebaut?
wenn ich den Ofen gebaut habe, super. Aber du hast wenigstens zwei Öfen gebaut, so wie ich auch. Oh Mann. So, jetzt haben wir genug Öfen. Wir sind voll die Bros, Alter. Ach Mist, dann ist auch... Der Ofen war so voller Kohle. Ah, stimmt. Ah, das Brot hatte ich raus. Dumm gelaufen. Jetzt wäre das Brot auch noch drauf gegangen. Überleg mal, wäre ja katastrophal. Super, das bisschen Brot. So, wir müssten irgendwo eigentlich Eisen haben. Ich bin mir sicher, dass wir irgendwo Eisen hatten. Vielleicht nicht viel, vielleicht waren es nur zwei, drei Barren, aber es müsste irgendwo Eisen sein. In Darksteel. Bitte nicht pfeifen, wir sind in der Aufnahme. Ja, dann mach ich lieber so. Ah, du hast irgendwas verkackt. Ich hab, guck mal in die Kiste hier. Du hast, guck mal in die Kiste hier. Was ist da? Guck mal. Guck mal rein, ich sehe nichts. In der untersten Reihe. Nee, ganz oben. Ja, was ist da? Eine Eisenspitzhacke. Du hast eine gebaut? Nee, oder? Doch, ich Depp. Weil ich verpeilt habe, dass wir das mit Ding machen können. Och bitte, nee, jetzt können wir nichts bauen, weil das Eisen hätten wir gebraucht. Verzeih mir bitte. Boah. Bitte. Jetzt, du darfst für die nächste Folge ganz viel Stein herstellen, den scheiß Stein hämmern und den Kies dann sieben. Bitte verzeih mir. Ja, dann verzeih ich dir, wenn du den Kram gemacht hast. Okay. Und zwar so lange, bis ich mindestens nochmal drei Eisen habe. Fünf wären besser. Data Ranch, Ender IO, Pufferfisch, Redstone. Nur Schrott hier drin. Kriegst du Schaden? Ja, natürlich. Bin vergiftet. Ja, ich hab das verbeilt, Mann. Ich hab inzwischen so viel Enderperlen, da ist Eisen die Mangelware. Da ist man noch. Diamant! Sehr schön. Noch einer. Oh, geil! Staff of Traveling. Und ein Multimeter von Thermal Expansion. Interessanter Schamas. Ja, die Zeit ist nicht durch. Habe ich gerade gesagt. Die Aufnahmezeit. Eigentlich müssten wir so ziemlich genau durch sein. Okay. Ah, soll ich wieder die Chance Cubes aufstellen und einfach mal öffnen, so wie du? Ja, kann ja mal passieren. Es hätte ja auch was Gutes rauskommen können. Ich habe gesagt, sowas stellt man nirgendwo hin. Ich wusste doch gar nicht, was das ist, Mann. Ja, hättest du wie ich auf dem einen Server gespielt, wo es die Lucky Blocks gibt, hättest du mehr Angst vor den Dingern gehabt, weil ich mich die irgendwie direkt daran erinnert haben. So, ich hätte nochmal drei Eisen. Nochmal drei, das ist natürlich praktisch. So, aus den zwei Eisen mache ich jetzt mal kurz die zwei Timbiers. Und ich mache noch schnell die Blöcke auf, aber hier ganz hinten im Eckchen. Stell sie doch ein bisschen höher. So zwei Block hoch, dann dürfte der ein Creeper keinen Schaden aussehen. Nein! Bedrock, toll. Tötet. Oh mein Gott. Ja, der hat einfach drauf. Der ist nicht. Bedrock kriegst du nicht kaputt. Na, wow! Bis zum nächsten Mal, ciao, mein Gott. Nein, ich bin auch umgespawnt.
Alter, oh Gott. Alter, und wie der einen weggebombt hat. Ja, aber wie denn? Der ist ja von der Seite gekommen, der hat mich eigentlich in die Plattform hauen müssen. Mich auch, aber der hat so ein Riesenschwert gehabt. Das war das Schwert. So, und nu? Keine Ahnung. Da kommt keiner von uns runter, ohne zu sterben. Na, warte mal. Jeronimo! Ja, ich guck mal, wie weit du... Wow, das war knapp. Shit. Oh, bei mir. Und jetzt? What? Oh nein! Oh, langweilig. Oh, alter Falter. Wir müssen da hoch und oben Wassereimer platzieren. Nein, wir müssen einfach zum Beispiel, so wie ich jetzt, weil ich bin klug, zuerst im Bett lag. Ach, das sind Zombies, Freunde. Ich habe aber keine Waffe mehr, nichts, alles weg. So, gute Nacht. Gute Nacht, Varuna. So, ich habe jetzt wieder einen Spawnpunkt, du solltest in der nächsten Nacht auf jeden Fall schlafen. Damit du auch einen Spawnpunkt wieder hast. Yep. Und ich brauche neuen Krams, ich habe nichts mehr. Und ich würde sagen, ja, stimmt. Warte mal. Ich sehe einen Grabstein da unten. Wo ist denn das ganze Flint hin, das wir hatten? Wir hatten irgendwie 15 Flint. Das habe ich zurückgepackt, glaube ich. Nein, da ist keins. Doch, ich bin der Meinung, ich habe es zurückgepackt. Also ein einziger Flint war da, aber wir hatten irgendwie so um die 15. Jetzt noch unseren Flint vernichtet hast, dann hau ich dich. Hab ich's doch nicht zurück. Warte, ich habe da unten ein Ding gesehen. Ein Todespunkt. Das müsste meiner sein. Ich habe hier drei Tod. Achso, das sind. Genau. Also ich sehe meinen Todespunkt und meinen Grabstein. Den müsstest du eigentlich auch sehen. Könnte theoretisch sein, dass ich da unten einen Grabstein habe. Ich weiß es nicht. Da ist ein fliegender Block da unten. Ja, das müsste der Grabstein sein. Also, nächste Mission in der nächsten Aufnahme: Grabstein retten. Ja, das wird er sein. Weil da entsteht ja dann ein Erdblock. Hoffentlich, wenn man aus dem Nichts fällt, eigentlich nicht. Wenn du Glück hast, Pech hast, hast du nichts. Ja, dann musst du halt was mit runternehmen. Wir müssen uns sowieso. Ja, wobei mit Wasser. Man muss sich runterbauen. Das wird in der nächsten Folge meine Aufgabe sein, meinen Grabstein wieder zu holen, weil da ist der Flint drin. Ja, du hast irgendwie doppelte Dreifach verkackt. Und ja, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ciao Leute, tschüss Laura und bis zur nächsten Folge.